Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy, den 9. Teil. Und wir gehen ins Theaterviertel. Ins Theaterviertel. Das ist so ein schönes Spiel. Das war wirklich dieses Spiel, wie ich habe es euch ja am Anfang schon gesagt, war was mich, ja, wo ich mich dann ein bisschen erholt habe von, ja, von diesem Schicksalsschlag, ne, was ich euch da gesagt habe. Sonderfahrplan. Die nächsten 3 Tage verkehren die Lufttaxen wegen dem Jagdfestival nach dem Sonderfahrplan. Aha. Haben wir schon gesprochen mit Tante Margret? Heutzutage gibt es ja die Lufttaxen, aber früher, da sind wir auf Chocobos geritten. Damals hat man eine Stunde gebraucht, um von hier ins Theaterviertel zu gelangen. Eine Stunde. Hallo? Bitte genießt euren Aufenthalt. Danke. Ja, wir gehen ins Theater. Aha. Cool, oder? So müsste das sein. Ne? So müsste eine Stadt aussehen. Ja. Wo man mit Lufttaxen fährt. Und? Ihr? Willkommen im Theaterviertel. Die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Bitte genießt euren Aufenthalt. Danke. So eine Lufttaxe ist schon was sehr Praktisches, aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. Oh, kommt. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Ach, was war das bloß für ein Architekt? Ach, ich nehme an, irgend so einer vom Lande. Kann sein. Die 4 Stadtviertel, verbunden durch Lufttaxen. Wir haben das Einkaufsviertel, da kommen wir her, ne? Dann haben wir das Theaterviertel, das sind wir. Im Schloss waren wir, uns fehlt nur noch das Industriegebiet. Wir arbeiten, damit sie bequemer leben können. Okay. Ach, unser Steiner. Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können, aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss, ach, sind einfach viel zu groß. Wenn man sich das alles anschaut, ach, es geht gar nicht. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwas sagen? Du hast dich verlaufen? Na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Also, pass auf. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Habt ihr verstanden? Ihr schaut so komisch rein. Naja, genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks, ehrfurchtgebietend, nicht wahr? Schaut hinauf in den Himmel. Dort seht ihr die Riesendocks. Und was ist denn das für ein gigantisches Luftschiff da? Schwer zu übersehen, oder? Tja, dieses majestätisch rote Ungetüm, das ist die Hildegard 2. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard 2 auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Gigantisch, oder? Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Unglaublich. Jo, was soll die dumme Frage? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr, anders als beim Nebel. Und wieder einmal ist Lindblom dem Rest der Welt voraus. Lebt wohl, lebt wohl. Okay. Okay. So, wir sind im Theaterviertel. Ja, hier im Theaterviertel sind gerade alle nach Kartenspielen verrückt. Wenn du also auch ein Spieler bist, dann wirst du keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Nein, ich will kein Kartenspiel, bitte nicht.
Meine Frau schwärmt auch für diesen Raul. Oh, weißt du, wie man sich da so als Mann vorkommt? Mit so einem Idol. Ach, man kann eben nicht mithalten. es ist ein Übel. So, mal schauen, wer ist denn der Raul? Hat man schon von dem gehört? Rita! Er scheint eifersüchtig zu sein. Dabei weiß er doch, dass ich ihn liebe. Haha, süß. Süß! Huch! Der Taubenober. Ich komme oft hierher, füttere die Tauben. Ich spiele auch Karten übrigens. Nein, 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 nein. Keine Karten, bitte. Bitte keine Karten. Well, was sind wir denn? So, dann rauben wir erstmal Synergien. Passt ja hier. Perfekt. Rauben wir erstmal den armen Künstler aus. So, hallo? Ein werdender Künstler. Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Ich glaube, ich male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jäger ihre Beute erlegen sieht. Still leben in Rot. Oder so ähnlich. Ups, hört sich gut an. Was ist mit der Katze da oben? Die Katze hat's gesehen. Nope. Also raus. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier hin? Nee. Ja, da runter können wir. Wir gehen erst mal hier hin vielleicht. Nee? Ach, war gut, dass wir hier hin sind. Hier geht's nämlich nicht weiter. So, weiter geht's. Hallo, schöne Frau. Ein Vereinsmitglied Nummer 28. Wie bitte? Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marissa denn nur schon wieder? Ach, ich habe keine Lust mehr zu warten. Ach. Hallo? Du siehst genauso aus wie... Hallo? Vereinsmitglied Nummer 36. Bist du auch hier, um Raul zu treffen? Niemals. Oh, ist auch besser so. Dein Besuch hätte ihn sicherlich nicht erfreut. Was denn für Raul? Was sprecht denn ihr? Wir gehen erstmal hier rein. Oder? Müssen wir zu Raul. Aha. Sind die also immer noch nicht zurück? Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Wie konnte ich sie nur alle zurücklassen? Moment, es ist schon so spät, was Lilly wohl jetzt macht. Schauen wir mal, was Lilly macht. Der Klang dieser Glocke. Das ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel. Die ist wohl zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun, Prinzessin? Ich will mir nur ein bisschen die Beine vertreten. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihre schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. So sieht das aus. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Ja, es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin, also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Macht mir die Arbeit bitte nicht schwer. Ja, okay, ich verstehe. Naja. Nein, ich kann einfach hier nicht so rumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ach, ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Tja, Lilly. Was denn du? Da bist du ja! Hurra, hurra, er ist wieder da. Ja. Also dann, gib mal Bericht ab. Schließlich gehören wir zur Tantalus. What?
bitte? Ja. Onkel Bark sagt nämlich, Moment, ja, klar, wenn ihr auch nur einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Ha-ha-ha! So hat er getan, so hat er es gesagt. Ja, das sieh mal her. Hier habe ich einen Schatz. Was? Rakatus Flügel? Puh, richtig feiner Schatz. Alle Achtung. Ha, jetzt gehören wir zur Bande. Jubidubidu. Ja, Und verlief der Einsatz nach Plan? Ja, puh, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls hier im Schloss. Oh, Tantalus versagt eben nie. Und schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt. Und da hat sie keine Zeit für mich. Aha, nein. Die fühlt sich doch bestimmt einsam ohne dich. Ja. Bestimmt. Vielleicht gehst du mal besuchen. Ich drück dir jedenfalls beide Daumen. Ja. Alles Gute. Ja. Tja, vielleicht haben ja die zwei Kleinen recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit diesem Zit gesprochen hat. Wir müssen erstmal hier alles ausräumen. Jupp. Klauen wir erstmal unser eigenes Hauptquartier. Noch mehr Chill. Da oben, das ist so cool. Die Prinzessin als Puppe. Ohne die kann nämlich... Wie heißt er? Zerfix noch eins. Mini-Bromezia erhalten. What? Wartet mal, ich muss mal kurz reinschauen. Nee. Hier. Also erstmal haben wir eine Kuponus. Kupo. Was ist das? Und der Sammler erzielt diese Figur den Höchstpreis. Aber war das nicht Prinzessin Garnet? Mini-Bromezia? War das Bromezia nicht das Königreich? Naja. Los. Gibt's noch was? Hier sind jede Menge Waffen, oder? Tjo. Halt! Die hätte ich beinahe übersehen. Ja. Ihr habt sie natürlich schon... Oh, ja. Gut, ne? Ihr habt sie bestimmt schon lange gesehen. Halt! Moment. Bark? Moment, das ist gut. Da wissen wir, was mit denen passiert ist. Wieder zum Lehmerbruch? Zerfix noch eins. No, aber als er der verwunschene Wald plötzlich versteinert hat, dacht ich, das war's gewesen. Aber zum Glück haben wir ja den Trampelpfad gefunden, Zerfix. Ja, dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor er Zidane die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so, ne? Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Sinna, geh sie mal holen. Und was Blank betrifft, tja... Es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes erstmal nicht aufheben. Was? Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzbiebs egal, was mit mir oder weiß dem Nebel wem passiert. Na, dann? Und? Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Ja, auch wieder war und so. Tjo, dann gibt's nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Naja, auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Na, gut. Hoff's doch. Na, ich hoffe, ich finde eine Möglichkeit. Verdammt noch eins. Sag mal. Sinna, was machst du da eigentlich? Mit dem... Was? Quellwasser? Ach, Quellwasser. Haha.
Mit dem Quellwasser kann ich sicher guten Kaffee kochen. Ich suche nur grad meine Bohnen zusammen, ne? Oh, du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen? Eus, nur das nicht. Och Gott, oh Gott. Ich hol gleich die anderen zerfix. Jo, ja, ich bin schon fort. Hallo. Ach nee, dich kennen wir. So, gehen wir mal hier runter. Aha. Könnte das Raul sein? Halt. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugaz? Fugier? Mit Ich, der kleine Chocobo, spielten sich in ihre Herzen... Entschuldigung. Und mit Renn Mogri Renn 2, zweite Teil gleich, wird sie die Theatergruppe Salvica erneut in ihrem Bann ziehen. Raul Bridges in der Rolle des Ubobo. Tolle Star hier, ne? Der Raul. Halt, da ist noch was. Ausverkauft. Raul Bridges in Renn Mogri Renn 2. Gibt leider keine Tickets mehr. Ah, schade eigentlich. Heute ist die letzte Vorstellung von Raul Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht drängeln. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn eigentlich? Oh, no, dann sperr mal die Lausche auf. Ich bin Zidane, Mitglied des bekanntesten und berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents. Hm, schon mal gehört von dem? Nö, 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 nö. Nö, nö. Wer soll das sein? Steh uns nicht im Weg rum, klar? Naja, ist ja gut. Wir wollen endlich Raul, Raul! Yay, yay, Raul, wo ist... Ach, das ist gar nicht Raul. Wo ist Raul? Yay, 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 Raul! Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raul wird gleich hier sein. Ach, da. Ja, ich will ein Autogramm. Hallo, Fans. Hi. Raul, Raul. Hey, bitte Raul. Hey, ich will. Ich will mit dem Sprecher. Ah, ich will vor Dani. Nein. Was ist denn das für ein Kotzbrocken? Heiraten, ich will dich heiraten. Thank you für eure Treue, meine Tyrant-Fans. Ich werde eure Liebe nie vergessen. Hey, see you all again. Ich liebe euch. Roll, roll. Ouch, ouch. Ich kann nicht sehen. Ouch, A-O-E. Ach so. Thank you, dass Sie sich heute Renn Mogri 2 angesehen haben, Kubo. Verschwinde, du fetter, dicke Mogri. Wir sind gekommen, um Raul zu sehen. Der ist doch bestimmt da drin, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Puh. Hey, sag mal, du bist doch No. Du hast mich nicht gesehen. Ey. Der kann einem ja richtig leid tun. Ich weiß es selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterherlaufen. Ja, Zidane. Ja. Ja. Ich sag nur... ja. Schön. Schön, oder? Ich find's so schön. Ja, jetzt ist die Frage. Wollen wir erst noch ins Industrieviertel oder gehen wir wirklich zum Schloss? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was das Industrieviertel geboten hat. Ja. Ach kommt. Wollen wir es mal anschauen. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Was war denn das mit dem Industrieviertel? Was gab's denn dort? Schauen wir es uns einfach noch an, dann wissen wir es. So, hallo. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ja, kennen wir. Was nehmen wir jetzt?
Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus. Okay. Okay. Dann bring ich mir immer ein paar Pantoffeln mit, ne? So, puh. Was sind das hier für eine Statue? Die Statue von Sid dem 8. Ja, welchen Sid haben wir denn jetzt? Ist es Sid der 8.? Entwickelt 1762 ein Luftschiff, das mit der Kraft des Nebels fliegt. 1771 bringt er mit seiner Luftschiffe den Frieden über den Kontinent. Aha. Er liegt 1780 seiner schweren Krankheit und gibt den Thron weiter. In Liebe und Gedenken an meinen Vater. Sid der 9. Wahrscheinlich der 9., ne? Wird es wahrscheinlich sein hier. Oder hast du was zu erzählen? Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet, als Sid der 8. von uns schied. Ja, damit ist es im Grunde jetzt klar. Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschobene Exzentriker? Keine Ahnung. Und was findest du besser? Wie bitte? Vorne oder hinten? Ich sag mal vorne. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist wesentlich effizienter. Wenn der Antrieb vorne im Luftschiff ist, ist die Gewichtsverteilung viel besser, aber die Leistung sinkt beträchtlich. Ach so. Ja. Nee. Ich weiß nicht. Heckantrieb ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin doch noch für vorne. Aber beim Luftschiff weiß ich es natürlich nicht. Heckantrieb ist besonders im Winter blöd. Das ist schon was Einmaliges hier, oder? Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Escher, moderne Stadt hier, ne? Muss man natürlich echt zugeben. Ist es hier ein Waffenladen? Jetzt. Ach so, die sind umgezogen. Ach, der Tagopert ist umgezogen. Ich bin in meinem Laden jetzt, genau, im Einkaufsviertel. Richtig. Aha, nett. Das ist schön, also ja, Details mag ich irgendwie. Sid, der 8., auf dem die Nebelantriebe zurückgehen, der hatte eine Katze als Haustier. Hm. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns alle eine Katze. Ah, das ist die... Das Viertel... Das Viertel der Ingenieure. Billy! Hey, wie, was ist denn das? Was war das bloß in dem Topf da? Eine Bronze-Rüstung irgendwie. Keine Ahnung. Ach, wir sind jetzt wieder hier. In der Kneipe, da waren wir doch schon. Ah, warte, da können wir doch nochmal die Bardame da anmachen. Tsch, tsch, welche Erfrischung. Warte. So, jetzt bist du dran, Junge. Mädel. So. Oh, bitte entschuldigt. Aber Hölleneintopf ist leider aus. Ja, wir haben eigentlich auch... Naja. Ober Siggi. Sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand. Sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass du vielleicht ein paar dritte Zähne reinnehmen solltest. Manchmal ist es ganz gut, ne? Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend... Nee, halt, ist ja Roscoe, ist ein Kerl, oder? Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. So rum. Aber den sind wir schon mal begegnet, oder? Ach, nee. Ja, nee. Nee. den Wirt? Ah, okay, dann nicht den Wirt. Von mir aus, wir gehen ja schon. Ich gehe schon mit. Dann eben nicht der Wirt. Hallo? Aha, du, hör mal, wenn ich groß bin, dann werde ich Ingenieur. Und dann baue ich mir ein riesen Luftschiff. Oh, mit dem alle irgendwo hin zum Spielen fliegen können. Oh, das ist toll.
denkt nicht nur an sich, ne? Gibt's ja heutzutage kaum noch, ne? Dass jemand auch an andere denkt. Das gibt's echt kaum noch. Aber früher? Ab und an mal. Warte, ehe wir uns mit dem unterhalten, klauen wir ihm erstmal sein Zeugs. Eine Mimikkarte klauen wir und eine Zipfelmütze. Die Katze hat's gesehen. Allerdings, so, interessiert es uns als Dieb nicht wirklich. Der Rudolf. Weißt du, was das hier ist? Ha? Kannst du es glauben? Ein Prototyp des neuen Dampfantriebes. Ha? Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Sieh doch nur, ich bin völlig am Schwitzen. Nee, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Wie bitte? Ja, das sehe ich schon. Völlig abgemagert. Warte mal, ich gehe trotzdem noch mal rein. Ich versuche mal hier so rum. Nein, kommt man nicht. Okay. So. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, war's das dann? Dann. Wir sind eigentlich... Aber man kommt doch auch... Nee, ne? Weiter geht's hier nicht. Oder ich übersehe irgendwas. Was sehr wahrscheinlich sein kann. Aber ich nehme es jetzt mal an. So, ja. Hier waren wir jetzt überall, richtig? Hier hinten geht es auch nicht weiter, ne? Dann würde ich sagen, ins Schloss. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Na gut, wenn wir aber im Schloss angekommen sind, schätze ich, werde ich speichern. Ich sag's euch jetzt schon. Ich weiß... wird euch nicht... Ich wollte euch nicht gar nicht daher. Das ist gut, nämlich zum Schmieden, ne? Ihr wisst. Wir brauchen zum Schmieden jede Menge von dem Zeugsbums. So, wir gehen ins Schloss. Ja, ich denke, im Schloss gehen wir zu Mogri. Ach nee, da kommen wir gleich zur Prinzessin, ne? Ja, jetzt, müssen wir schauen. Ist er dort, ne? Ich glaube, das ist dort, wo die Prinzessin war. Oder natürlich, wenn wir von vorne reinkommen. Ja, aber das war dort, wo die Prinzessin war. Ja, das passt schon. Das passt schon. Die Lufttaxe, sie fährt 24 Stunden. Immer und immer im Kreis. Okay. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, von welcher Seite wir hier kommen. Ach so, hier sind wir angekommen. Perfekt. Naja, dann, wenn wir hier den Treppe raufgehen, dann sehen wir ja die Prinzessin, ne? Kommt bestimmt in ein Gespräch. Wir können nicht speichern. Was natürlich wieder doof ist. Nee. Sie ist nicht hier, aber Steiner ist hier. Mhm. Ne? Was liegt an, Steiner? Was? Kerl! Steckt da vielleicht... Checkst du wieder dahinter? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist! Jetzt... reg dich nicht auf. Mach erst mal halblang. Bin noch gerade erst zur Tür reingekommen. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Na, Moment. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl bestimmt irgendwo draußen einen Spaziergang oder sowas. Welch leichtsinnige Unvorsichtigkeit! Oh nein! Schon auf der Reise nach Lindblom war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Und nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Noch dazu alleine. Oh, wenn ihr etwas zustoßen sollte, ich sag's dir, Kerl. Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Also ich werde jetzt auf alle Fälle die Prinzessin selbst suchen gehen. Ach so. Ne, dann können wir doch speichern. Ja dann. Speichern wir und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich find's so schön. Habe ich das schon mal gesagt? Ciao, ciao. Ach ne, halt. Wir schauen nochmal, ob es im Mognet vielleicht doch wieder was Neues gibt. Mognet? Mognet? Ich hätte so gerne einen Brief.